Komm, wir singen zusammen. Und wenn du mich fragst, ob alles okay ist, zeig ich dir diesen einen Song in meiner Playlist. Und lass uns heute nicht drüber reden. Denn du weißt auch längst schon, wie es mir geht. Und wenn du mich fragst, ob alles okay ist, zeig ich dir diesen einen Song in meiner Playlist. Komm, lass uns heute nicht drüber reden. Tini Schwarm, Jonas Monar hat jetzt auch endlich in Rostock Halt gemacht. Auf dem Panoramadeck des Radisson Blu Hotels ließ der hessische Sänger am 26. Oktober die Zuschauerherzen höher schlagen. Hinter dem Konzert steckte eine ganz besondere Aktion von Antenne MV. Es gibt so viele Menschen, die es so verdient haben, dass sie mal Danke gesagt bekommen. Menschen, die ständig da sind, die einem irgendwie eine Schulter leihen, die vielleicht selber gar keine Zeit haben eigentlich, aber denn da sind. Und das war unser Anliegen, dass Menschen sich bei uns bewerben konnten und sagen konnten, danke. Ich geschlafen letzte Nacht, selbst meine Augenringe haben Augenringe, auf der Kaffee macht nicht wahr. Antenne MV unterstützt Jonas Monar von Anfang an. Live und unplugged spielte er seine bekanntesten Hits wie Playlist, Alle guten Dinge. Ich weiß egal, was da draußen so abgeht, was ich heute die Welt nur von uns dreht, wenn mehr dir passiert. Alle guten Dinge, alle guten Dinge. Und seinen neuesten Song Du bist mir wichtig. Deine Tränen und dein Schmerz, das schönste Lachen, dein großes Herz, all deine Schatten, dein letztes Licht, machen mich zu dem, wer du bist. Du bist wichtig für mich. Karten konnten jedoch nicht so einfach gekauft werden. Sie wurden on-air bei Antenne MV verlost. Für jeden Gewinner gab es 2 Tickets. Ich habe gedankt, meine Tochter. Warum? Ja, weil die einen schweren Job hat. Die ist Krankenschwester, Palliativmedizin und da kann ich als Papa nur mal Danke sagen, weil ich stolz bin, dass sie es so schafft und so macht. Mir wurde gedankt, ja, von meiner lieben Kollegin Jane. Und warum? Ich glaube, das kann sie. Weil sie mir immer den Rücken frei hält. In allen Belangen. Privat wie auch beruflich. Weil wir seit 4 Jahren so viel zusammen studieren und machen wirklich jeden Mist. Bereiten uns zusammen für die Prüfungen vor und so. Und deswegen habe ich gedacht, ne? Wir ziehen uns durchs Studium. Genau. Hast du keine Kraft mehr aufzustehen, weißt doch nicht wofür. Vor 2 Jahren veröffentlichte der Wahlberliner seinen ersten Song. Seitdem geht seine Karriere steil nach oben. In diesem Jahr wurden 2 seiner Stücke die ARD-Titelsongs bei den Winterspielen und den Paralympics. Trotz seiner vielen Konzerterfahrungen war das Hautnah-Konzert von Antenne MV das erste in einer so familiären Atmosphäre. Spannend war, dass irgendwie die Altersspanne so groß war. Irgendwie dachte ich, war es ganz, ganz spannend zu sehen, wie die Leute reagieren. Und irgendwie aber war die Stimmung ganz besonders. So richtig emotional, richtig tief. Und die Leute haben krass mitgesungen und hatten richtig Bock auf eine gute Zeit. Hat man gemerkt, gleich am Anfang haben die angefangen zu springen und so. Und das war schon eine besondere Atmosphäre. Hat richtig Bock gemacht. So, auf geht's. Jetzt hier, Ladies. Schön freundlich. Antenne MV wird weitere Hautnah-Konzerte veranstalten. Jonas Monar machte den Anfang. Wo und mit wem die nächsten Konzerte stattfinden, einfach Antenne MV hören.